wirklich wunderbar heute Abend. Ich sitz hier und mein Kopf droht zu platzen. Ich bin umgeben von Opfern und Spasten, von Schleimern, Strebern, Besserwisser, die lästern, flüstern, schwätzen, kichern. Ich sitz hier, versuche aufzupassen, den Gedanken keinen freien Lauf zu lassen. Doch alles, was ich hatte, war eine kalte Tasse Kaffee und 3 Stunden Schlaf zwischen Facharbeit und Mathe. Das heißt Unterricht, Unterricht, Abi, Anti, Unterschicht, Asi oder Wunderkind, Tage ohne Unterschied. Unbeliebt und Außenseiter, Abschluss oder Bauarbeiter, akzeptiert doch auch gescheitert, ackern, bis man kaum noch Zeit hat. Ja, so geht es, laufen weiter. Und es reicht mir langsam, weil ich diesen Haufen Scheiße schlicht und ergreifend satt hab. In solchen Momenten will ich alles stehen und liegen lassen und dann ab ins Studio Texte schreiben, Lieder machen. Denn es gibt so viele Sachen und es gilt, sie loszuwerden, um mal den Kopf frei zu kriegen, Sorgen über Bord zu werfen. Der Beat ist der Psychiater, jeder Track ein Lichtblick. Musik ist mein Leben und das Album nur ein Snippet. Eine Änderung ist keine in Sicht und ich will weg und raus aus dem Scheiß, denn ich brauch auch mal Zeit für mich. Und ich will weg, denn der Neid und der Trotz zerreißen meinen Kopf für nichts. Und ich will weg, denn die hässlichen Fressen, der Stress und die Hektik sind Gift. Und ich will weg, yeah.